Herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft. So, diesmal müsste alles jetzt in einer perfekten Auflösung sein. Ich würde es jetzt überall mal ein bisschen ausdehnen. Und wieso höre ich hier schon was rumtapsen? Ah, das hat bei Minecraft schon immer Fail, dass hier überall was rumtapst, obwohl die nur kurz weiter draußen sind. Es ist wieder spät, wie immer. Und ich hoffe, ich habe nicht gerade ins Mikro gepustet. Und ja, ich erinnere mich langsam. Wir bauen jetzt ein bisschen weiter. Mal gucken hier. Hallo? Hallo? Wartet mal einen Moment. Kann man nicht irgendwo einstellen, dass es genau vollbit ist und nicht nur, dass ich hier Fenster habe? Ha! Was ist das? So, ja, hier sind wir wieder. Und wir würden sagen, wir gehen ja mal langsam mal gucken, was hier draußen los ist. Sind auch noch die Creeper? Hallo? Hallo? Ah, zum Glück habe ich Fenster. Hallo, hier bin ich wieder. Soll ich rauskommen zu euch? Ja, da hoch geht's nicht, Süßen. So, so. Ah ja, ich weiß, was wir machen können. Wir haben hier unten den kleinen Gang. Und wir könnten mal zusehen, dass wir uns hier ein bisschen mal was rumbauen. Ich hatte auch eine gute Idee bekommen, dass wir vielleicht so einen kleinen Dungeon machen, wie schon gesagt, oder so eine Höhle. Aber ich würde erstmal als Idee versuchen, dass wir irgendwie unten rauskommen. Dass wir aber gleichzeitig noch eine Tür haben. Dass wir uns so ein bisschen hier runterbauen, wie so eine Treppe. Runter, 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 den ganzen Berg kommen. Aber aufpassen wegen den Creepern. Jetzt müssten wir aber, jetzt haben wir das Problem, dass wir nicht wissen, wie viel runtergehen müssen. Deswegen gehe ich mal kurz hoch, mal gucken. Wir haben ja Zeit. So. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz lunzen, wie viele Blöcke das in etwa wären. Mal sehen, ob wir das irgendwie abschätzen können. Ja, das schaut doch schon mal gut aus. So, das ist jetzt das Problem. Wo wollen wir rauskommen? Da drin etwa, hier drin ist etwa der Raum. Wir müssten uns runterbauen. Da weil hier alles so uneben ist, ist es so ein kleines Problemchen. Wir könnten uns aber auch da rausbauen. Wir könnten uns auch mehrere Gänge bauen, aber Eingang würde jetzt erstmal reichen. Wisst ihr, wir laufen mal hier ein bisschen lang. So, das geht hier ja mal sehr, sehr gut. Da wäre eigentlich was Gutes, oder hier ist den Gang so uns reinzubauen. Mehr, wir müssten ja eigentlich ein großes Tunnelsystem aufbauen, weil das ja Berge sind. Jetzt würde ich ja mal das Huhn ignorieren hier und alle sinnvollen Sätze jetzt ignorieren. Dann müssten wir eigentlich dazu kommen, jetzt ein Tunnelsystem zu bauen. Wir sind etwa da. Wir schätzen jetzt einfach mal. Drei, vier. Ich würde sagen, ich gehe 11 Blöcke. Aber nicht so viel, 10 Blöcke runter. 10 Blöcke machen wir. So, machen wir's. So, brauchen jetzt. Boah, habe ich mich erschrocken. Brauchen Spitzhacke. So, einmal das. Stone. Stone. Auf jeden Fall auch. Nochmal eine Eisenspitzhacke. Immer gut. Eisenschaufel will ich nicht bauen. Das ist einfach nur sinnlos, finde ich persönlich. So, was haben wir denn alles? Aber wir sollten uns noch eine Schaufel bauen, weil das sonst ein bisschen eng da unten wird. So, machen wir uns jetzt noch so eine schöne Schaufel. Ohne Stöcker natürlich. Ja, das sieht doch alles noch ganz, ganz gut aus. Also wir haben alles noch im Griff. Warum ich jetzt zweimal Stöcker mache hier überall, weiß ich jetzt auch nicht. Ich denke mal, ihr müsst halt alles Sinnvolles, alles. Alle sinnlosen Sätze heute irgendwie ausblenden. Wie, dass die Tür nicht zugeht, das ist auch sinnlos. Warum habe ich hier eigentlich Steine? Das sieht doch auch Mist aus. So. Brauchen wir doch. Braucht doch kein Mensch. So, wie machen wir das jetzt? Dort, das wird jetzt ein bisschen dunkel, nicht aufregen. So.
Das war jetzt, glaube ich, ein bisschen laut. So, und es ist dunkel. Nein, ah, alle Hater kommen. So, die Hater sind die Creeper, müsst ihr wissen. So, ja, jetzt machen wir erstmal hier. Oh, da kommen wir auch schon zum Holz. So, ah, jo, das habe ich auch ganz vergessen. Warte mal. Ups. So, bauen wir uns hier so runter. Naja, es geht irgendwie zu schnell mit dem Dreck hier. Deswegen finde ich Eisen ein bisschen sinnlos. Natürlich gehen die Schaufeln dann nicht so schnell kaputt, aber. Bäm! Unnötig! Ja, zum Thema unnötig. Haben wir jetzt überall Stein hier genommen? Das wäre auch ein bisschen unnötig. So. Zack, weg. Ich hoffe, wir fallen jetzt nicht irgendwie in den Dungeon oder so. Das wäre jetzt tödlich. Was hat, wo ist denn meine Konzentration? Und ist die heute irgendwie im Eimer oder was? So, warte mal. Ja. So, ja. Nein, ich habe jetzt keinen Stöhnanfall. Ich muss nur mich hier irgendwie versuchen runterzubauen. Und ja, nicht auf Kohle zu stoßen. Lalala. Ich baue die Kohle ab. Ich baue die Kohle ab. Darüber treibt man nicht mit der Kohle hier. Und ich muss auch mal langsam wieder Licht hier in die Höhle bringen. Jalala. So, dann haben wir das auch gemacht. Und am Tag geht es auch wieder weiter runter. Wenn wir so weitermachen, kommen wir schon früher an den Berg raus. Dann müssen wir das ja aber wieder zuschaufeln. Mit dem. Ich würde das ganze Eisen haben. Alle, wir bauen uns zu weit nach da, würde ich meinen. Oh, wir haben uns doch gar nicht überlegt, wie weit wir nach vorne bauen müssen. Oh, das ist auch erst unwichtig. Ich würde sagen, wir bauen das erstmal hier zu. Dann hätten wir schon einen Standort. Wir leben in einem Standort. Und so möchten wir auch leben. Wer es nicht kennt, YouTube Andreas. Frauentausch. Ist aber noch genial. So. Ja, ich mache hier unnötige Dinge manchmal. Ich würde sagen, damit wir auch besser hier runterkommen, müssen wir das ja auch noch abbauen. Auch wenn wir das jetzt unabsichtlich jetzt irgendwie dran gebaut haben. Und dann müssen wir das ja auch noch wegmachen. Da haben wir auch schon wieder Kohle. Wie weit sind wir denn eigentlich runter? 1, 2, 3, 4, 5 Uhr. Ich bin gerade bei der Hälfte angelangt. Sag mal, was geht denn mit der Kohle ab? Wenn wir mal auf Eisen stoßen würden, das wäre mal was anderes. Aber die Kohle, das ist wieder unnötig. So, ja, und zum Thema, ich habe oben den komischen kleinen Kicken nicht mehr, weil er ist auch unnötig. Nein, ist er eigentlich nicht. Ich fand ihn witzig. Aber ich denke mal, so schlimm ist es jetzt auch nicht, wenn er wegbleibt. Ich meine, es war immer so eine Zusatzaufgabe, den nochmal reinzuziehen, weil Camp Taser macht es mir nicht gerade leicht. Das regt mich. Wir hören draußen das Hühnchen. Ich würde sagen, wir sind schon in der Nähe, weil das Hühnchen beim Sand war. Geh mal, wir lunzen mal, wo wir sind. Da ist Wiese. Wir lunzen einfach mal. Oh. Wow! Alter! Zeig ich, warum Kong Angst vor Hühnchen hat. Hühnchen, weißt du zufällig, wo es lang geht? Ich will nicht gerade jetzt irgendwie ein Skelett finden. Ah, warte mal, da ist was. Hallo? Die sieht uns niemand. Das ist eine Sandgrube. Das passt perfekt. So, wir können uns wieder hier zubauen. Tschüss, Hühnchen. Später können wir auch Fenster reinmachen zum Lunzen. Wisst ihr, das könnte alles hier so geil werden, das glaubt ihr gar nicht. Und das baue ich auch richtig gut aus.
So, weiter runter. Und das würde ich sagen, mit Dreck ausstatten. Erstmal. So. Habt ihr gemerkt, es wurde irgendwie dunkler? Obwohl ich das Zug. Ach, egal. Unnötig. Ah, jetzt lassen wir das unnötig mal in Ruhe. Och, warum? Das ist ja unnötig. Weg. Weg. Kohle mal mitgenommen. Kohle mal mitgenommen. Och, jetzt reicht's aber langsam mit der Kohle. Jetzt wollte ich fast wieder bringen zu sagen, das ist nämlich unnötig. Ich wüsste, heute ist der ganze Tag unnötig. So, jetzt buddeln wir uns mal weiter hier runter in die Weiten der entfernten Galaxie. Wir stürmen auch hier in die Hölle, obwohl wir kein Portal gebaut haben. Wir cheaten uns praktisch durchs Game. So. Siehst du, deswegen die Schaufel. Jetzt kommt nämlich hier ganz viel Schmutz. Weil wir in der Nähe vom Sand sind. Das Hühnchen hat uns auch schon langsam gewittert. Ja, wir machen das so. Immer wenn Wiesel kommt, gehen wir weiter runter. Aber jetzt brauchen wir wieder ein bisschen Licht. Ah ja, zum Thema. Ich mache jetzt ja alles in HD voll. Und wenn ihr diese komischen schwarzen Balken, die immer da sind, könnt ihr auch bei Kronk sehen. Ja, ich finde das einfach nur geil, was Kronk mit der originalen Dings. Und da mache ich das auch mal. Und ich finde das einfach nur genial. Dann müsst ihr Vollbild gucken, weil dann sind die Ränder weg. Anders kann ich euch das leider nicht machen. Aber ich denke mal, wenn ihr, am Anfang stört es, wenn ihr guckt, glaubt mir. Aber wenn ihr dann länger guckt, glaubt mir, euch fallen die Balken gar nicht mehr auf. Da sagt euch einer, ey, guck mal die schwarzen Balken, wo sind da schwarze Balken? Guckst du dann, oh. Tatsache. Ist wirklich so. So. Und ich finde es einfach nur genial, so original zu rendern. Ist zwar auch ein bisschen unnötig, aber es sieht einfach nur schöner aus, wisst ihr? Und original ist ja so, dass ihr genau das seht, wie ich spiele. Vielleicht nicht 100%, ich würde sagen so 95%, wie ich spiele. Von der Qualität her. Weil ein bisschen ist das schon verschwommen, aber so seht ihr seht fast genauso, wie ich spiele. Und das finde ich einfach nur genial. Das bringt es irgendwie einen näher. Und wenn man mal Battlefield dann zockt, dann will man auch original alles sehen, wisst ihr? Sind wir im Sand? Und wir sind angekommen, wir haben es geschafft. So. Erstmal zu. So, wir sind angekommen. Wir haben es geschafft. Aber ich persönlich finde es ein bisschen doof hier. Warte mal. Wir müssen das draußen noch ein bisschen ausbauen. Ich weiß schon, wie ich das mache. Keine Angst. So, das ist jetzt der Gang hier runter zum Sand. Da bräuchten wir jetzt aber auch noch die Türen, wo wir jetzt das kleine Problem haben, dass wir zu wenig Holz haben. Aber das Problem wird nicht mehr lange da sein, weil wir uns hier auch einen Baum hinmachen können, der sehr, sehr schnell wächst. Hier auch erstmal einen Baum. So, wir müssen auch mal ein bisschen weiterziehen, damit wir auch ein paar. Leute, meine Nackenhaare stehen oben, habe ich mich jetzt erschrocken. Die sind immer so nah. Man denkt immer, die sind gleich neben einem. Obwohl die so weit weg sind. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Da ist er. Nee, das ist ein Creeper, die machen keine Geräusche.